absoluter Hammer. So, wir sind bereit für die Garage, den ersten Teil des Töffli, Mofa zu machen. Und ich würde sagen, los geht's, gehen wir. Ready to go. So, soweit sind wir nach dem Lackieren. Sieht nicht schlecht aus, habe immer noch Freude. Jetzt geht es darum, dass wir ihn heute zu laufen bringen. Es ist nicht mehr viel. Und doch sind es noch zwei, drei Sachen, die noch knifflig sind. Ja, los geht's. Das gibt's gar nicht. Was können Sie sagen für die OP? Da, Pömpel gerade abgerissen. Wieso auch immer. Ja. Scheiß Qualität. Jetzt bringen wir da nicht mehr raus, weil er natürlich dort reinklebt. Halli, toll. Der Rest vom Pömpel. Kabel am falschen Ort durchgenommen. Ja gut, also das mache ich ein anderes Mal. Jetzt habe ich wirklich die beiden Kabel am falschen Ort durch. Also zumindest der vom Vergaser. Der geht jetzt hier am falschen Ort durch. Der müsste hier oben durch. Das ist jetzt ziemlich Käse. Aber okay, ich mache das ein anderes Mal. Mal schauen, ob er irgendeinen Funken von sich gibt. He? Ja. Let's go. Oh, weißt du, was wir vergessen haben? Der Auspuff, den müssen wir noch anhaben. Noch einmal. Gibt etwas nicht. So, also nochmal ein paar Tage später. Der Töffli ist jetzt fix fertig, wirklich schön geworden. Bin zufrieden, läuft jetzt auch. Es war die Zündung, die gezickt hat. Die hat es mir verstellt, wieso auch immer. Ich habe ihn angestellt, jetzt läuft das wunderbar. Es bremset recht gut. Bin allerdings ein bisschen enttäuscht von diesen Racing, geschlitzte Racing-Bremsen. Gut, vielleicht muss man es noch ein bisschen einbremsen. Ich werde jetzt noch nicht zu viel dazu sagen. Es bremset wieder. Was ganz wichtig ist, was ich unbedingt muss sagen, mit dem Lack, also wenn ihr das so macht, mit dem Spraydöser und Zweiklarlack, Zweikomponentenklarlack, dürft einfach genug lang warten, bis Spraydöserli-Farbe richtig trocken ist. Also mindestens 24 Stunden, darf auch länger sein. Es hat jetzt hier so Seidenblösel gegeben. Da sieht man es und auch da. So. Sind es die? Nein, das ist da. Ich tue noch mal drüber mit dem Licht arbeiten, genau. Ja, gut, eben, vielleicht sieht es auch nicht jeder. Ich sehe es nicht. Okay.
Auf jeden Fall tue ich das alles noch mal schnell ein bisschen anschleifen mit 2500er Papier und schön aufpolieren. Dann glänzt das nachher richtig, richtig schön. Jetzt sehe ich es. Jetzt musst du ihn wieder weg. Du musst nicht die Fühle. Sehen das? Was da? Glaube ich. Lassen wir es mal cheddern. Mal schauen, ob er gerade läuft. Oh! Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Abend. Tschüss, bye bye. Ich bleibe noch ein bisschen. Ich werde euch zeigen, wie das geht mit dem Polieren. Ich bin selber gespannt. Und schauen wir mal, was wir alles dazu brauchen. Und wie das nachher aussieht. Schauen wir jetzt an miteinander. Ja, im ersten Video habe ich noch gesagt, ich werde es nicht polieren. Ich kann es einfach nicht lassen. Und vor allem, ich bin immer der Meinung, man soll das Beste rausholen, was man kann. Auch gesagt, es sind da die. Es ist noch schwierig zu erklären. Ich habe es probiert, ja, haben wir gerade vorher gesehen, aufs Bild zu nehmen. Es sind so wie Seidenblösli, ganz, ganz feine Blasen oder Krater oder was auch immer. Es könnte, eigentlich sieht es aus wie Spritznebel. Aber ich denke, es kommt vom Untergrund. Weil ich vielleicht gleich ein bisschen zu wenig gewartet habe. Das ist nicht so schlimm, man könnte es so lassen, wie ich auch gesagt habe, es ist kein Showfahrzeug. Trotzdem hole ich jetzt das Beste raus. Ich mache vor allem die oberen Flächen hier. Und dazu brauche ich ein bisschen Wasser, einen Schwamm. Ich habe das Wasser, mache ich immer, wenn ich schleife, ein bisschen Seife rein da, ein Klötzchen. Da hätte ich lieber ein bisschen flexibleres gehabt. Auf diese Fläche, vielleicht brauche ich es gar nicht, mache ich es von Hand. Und dann mache ich es mit 2500er, 2500er Papier. Dann schaue ich das anschleifen, schaue, wie das darunter aussieht. Ich hoffe, ich kann euch dann noch ein bisschen besser zeigen, was ich damit meine. Und ich tue ein bisschen abdecken. Und zwar wegen nachher. Also erstens mal das Wasser, das abläuft, die Soße, das Plastikzeug, das musst du nachher nicht waschen. Und gerade bei den Polierpasten ist es total mühsam, wenn das musst du überall abwaschen nachher wieder. Darum schnell ein bisschen abdecken fürs Wasser, für die Polierpasten. Und dann lassen wir los. Abdecken tue ich mit dem Plastik einmal. Eben schon wegen dem Wasser, nicht Papier. Das ist nachher gerade Hudel und Fetzen. Und das ist ganz einfach, das geht so. Oh, ja, viel mehr braucht es auch wieder nicht. Etwa das. Und jetzt geht es los mit Schleifen. Und mal schauen, wie das aussieht. Fangen wir ganz easy an. Einfach mal mit 2500er Papier. Jetzt mache ich es einfach mal von Hand. Schauen, ob ich es ohne Klötzchen machen kann. Und schleife da einfach mal drauf los. Das ist eine easy Geschichte eigentlich. Es sollte auch schnell gehen. Schon schauen, was ein bisschen passiert. Darunter, dass wir nicht irgendwo durchkommen, durch den Lack durch. Aber ich habe wirklich einen sehr, sehr guten Lack drauf da. Also von der Menge her oder von der Dicke her recht viel. So, ja genau, etwas zum Abwischen brauchen wir noch. Ja, ich nehme jetzt hier als erstes mal auf den Lumpen. Jetzt mal drunter schauen, das ist zwischendrin. Ja genau. Ja, das kommt gut. Das kommt richtig gut. Habe ich jetzt schon Freude. Brauche noch ein bisschen. Zeige es euch nachher schon von näher noch. Nehme dann die Kamera noch ein bisschen näher zum Schleifen auf der anderen Seite. Aber jetzt mal das. Einfach immer wieder ein bisschen schauen, dass man, was passiert darunter da. Wow. Ja, ist ja fast alles weg.
sieht wirklich ein bisschen aus wie Spritznebel. Wenn ich vielleicht mit dem so dick aufgetragen habe am Anfang, das würde ich nicht mehr machen. Lieber noch mal eine Nacht warten, dafür nachher lackieren, wie man sich gewöhnt ist mit der Konsistenz des Lacks, wo man sich gewöhnt ist. Nicht mit dieser dicken Soße. Das bringt nur Ärger, so wie ich das sehe. Ja, ja, oh, schön kommt das. Da noch ein bisschen. Nur noch wenig, hä? Muss noch schauen, dass man mit der Poliermaschine noch dran ankommt. Da noch ein bisschen. So, was langt schon? Kurze Geschichte. Und das Resultat wird phänomenal sein. Ah, ja, tun jetzt noch ein bisschen. Da geben wir jetzt noch ein bisschen mehr Mühe. Hat so ein bisschen tiefere Krater. Und eben 2500 Papier, da kommst du nicht so schnell irgendwo tief runter. Also da kannst du schon ein bisschen schleifen, ohne dass du gerade unten ankommst. Ja, genau so. So haben wir das. Gut, die andere Seite, ich zeige es euch jetzt mal von euch. Mal schauen, ob man das ein bisschen drauf bringt. Da. Das ist jetzt die geschliffene Seite. Ja, so sieht man sich da die Seidenblösel da, gerade in dem Licht rein. Die habe ich jetzt hier hinten rausgeschliffen. Ist jetzt noch schwierig, um da das auf die Kamera aufzubringen und dass ich da gleich gescheit arbeiten kann. Aber wir machen ja alles, dass ihr das sehen könnt und ein bisschen mitnehmen könnt, etwas da. Rät schleifen. Vielleicht ein bisschen systematisch. Das ist nicht so mein Ding. Das wird mir wieder Mühe geben. Aber schlussendlich ist wichtig, dass wir alles mal verwischt haben. Natürlich gerade hier, so in dieser Sicht rein, da. Wäre schon schön, wenn es ein bisschen anständig wieder aussehen. Jetzt habe ich ja jemanden gesehen, wie viel das braucht auf der anderen Seite. Darum kann ich hier ein bisschen länger schleifen, respektive ohne gerade immer zu schauen. Habe ich ein Gespür bekommen auf der anderen Seite. So, jetzt mal den Lumpen abputzen. Ja, ja, das braucht jetzt schon noch ein bisschen. Aber wir kommen gut dran an. Hat das es gesehen, wenn es irgendwie geht? Es ist jetzt schön matt geworden, aber wir haben immer noch, die Seite dunkelt mir fast ein bisschen schlimmer als die andere. Wir haben immer noch die ganz, ganz feinen, feinen Seidenblösel. Und da gehe ich jetzt noch wieder dran. So, nochmal abchecken. Sehe ich jetzt schon, dass wir noch ein bisschen mehr haben. Da noch ein bisschen. Voilà, jetzt gehen wir dieser Geschichte näher. Ja, ja. Schon praktisch alles weg. Überleg mir gerade. Jetzt habe ich hier wirklich da im Knick rein. Habe ich da noch ein bisschen, die nehme ich noch. Aber den Rest lasse ich.
lieber ein bisschen vorsichtig dran an der Tasche, dass noch wirklich nichts passiert. Weil wenn du den durchgeschliffen hast, dann hast du verloren. Jawohl, so sieht das aus. Geil. Ich würde jetzt mal behaupten, mit wenig Aufwand holen wir da recht viel noch raus. Ich hoffe, dass ich mit der Maschine, mit dem Pad, da überall wirklich dran ankomme. Der decke ich noch schnell ein bisschen ab, weil wenn du da dran ankommst, ist es genau so ein Teil, wo du nachher kaum mehr sauber bringst. Könnte ich gerade schnell machen. Ja, genau. Also ich bin zufrieden. Natürlich, man kann immer mehr, man kann immer mehr, noch mehr rausholen. Aber ich will da auf Nummer sicher gehen. Dass ich da wirklich nicht durchschleife. Weil da jetzt schon im zusammengesetzten Zustand noch mal müssen lackieren, das willst du nicht. Darum, wir lassen sie so, für mich gut. Holen wir das schwere Gerät und polieren das wieder glänzig. Zum Polieren, ich habe ganz viele andere Videos über das Polieren, wo man sich alles ganz genau erklären. Ich will nur schnell, ich arbeite hier. Ich werde nicht gesponsert von denen, ich muss es einfach so erklären. Das ist, weil jeder hat ein anderes System. Das ist 3M, da geht es nach Farben. Wir haben grün, wir haben gel, wir haben noch blau und violett. Und entsprechend Pad, grün, grün. Und jetzt hier gel, gel. Das passt einfach zusammen. Super Sache, funktioniert. Die Maschine muss eine Poliermaschine sein. Pad schön aufsetzen. Und jetzt mal schnell im Trocknen schauen. Die Leder komme ich hier in das Eckchen nicht, da muss ich dann von Hand. Der Rest sollte eigentlich recht gut gehen. Gut, wichtig, die Soße schütteln. Vor allem wenn du sie länger nicht brauchst natürlich. Dann braucht es auch nicht allzu viel. Ja genau, das ist, wenn du nicht viel brauchst, ist halt das Zeug mal ein bisschen verstopft. Und dafür alle fürs Mal, ich muss schnell das Loch aufmachen. Erledigt. Ja, und vielleicht auch nicht gerade die schönsten Kleider anlegen zum Polieren. Weil das ist wirklich nicht so eine tolle Sache da. Das ist am Anfang, das sieht jetzt nach viel aus, ist es eigentlich auch. Aber weil der Pad noch nichts drauf hat, braucht er ein bisschen. Oh, stopp, schön langsam, kommst du gerade dran. Braucht er halt ein bisschen, bis er eingesogen hat. Und weil wir hier nur einen kleinen Teil vom Pad brauchen, ja, braucht es halt vielleicht ein bisschen mehr Material. Also, ich probiere das. Ob ihr das gesehen, da würde man jetzt sehen, ich brauche wirklich nur den Teil vom Pad. Also wenn ich ein Auto poliere, grosse Flächen, brauche ich natürlich alles. Und da konzentriert sich jetzt alles nur da auf die kleine Fläche. Ja, ist jetzt halt so wie es ist. Jetzt nimmt man hier die Tücher. Und man sieht jetzt schon, es ist alles verspritzt rundherum. Darum das abdecken. Oh mein Gott, so geil. So geil! Leck mich! Wow! Absoluter Hammer! Absoluter Hammer! Seht ihr das schon auf der Kamera? Das ist erste Stufe. Wie vorher gesagt, in das Eck hinein da komme ich nicht mit der Maschine. Da muss ich jetzt schnell ein bisschen von Hand. Und hoffe, dass ich etwa aufs gleiche Resultat komme. Das braucht jetzt halt ein bisschen Muskelpower. Ein bisschen starke Finger. Aber ich kenne ja, auftragen, polieren.
Das gibt richtig Stärke Unterarm oder Finger. Es geht jetzt einen Moment. Aber das bringen wir auch hin. Ja, schon passiert. Geil. So geil. Polieren. Wenn ihr andere Videos gesehen, ich finde Polieren so geil. Was du da rausholst, einfach nur der absolute Burner. So, andere Seite. Ich muss euch einfach schnell den Unterschied zeigen. Schaut das mal an. So, weiter geht's. Ja, das Polieren an sich ist nichts Schwieriges. Viel schwieriger für mich ist es in dem Fall, um euch zu zeigen, wie das geht. Also das heisst, Kameraeinstellung. Es ist so schwierig, auch ohne Kameramann. Ist heute nicht rum. Aber ich mache das Beste, dass ihr seht, wie das etwa funktioniert. Los geht's! Gibt schon Sauerei. Da überall. Also, da sieht man, es spritzt bis überall hin. Da. Und da, wie froh habe ich es abgedeckt, kann ich jedem nur empfehlen. So geil. Oh, herrlich. Herrlich. Könnt ihr den ganzen Tag machen? Ich sage es euch. Könnt ihr den ganzen Tag machen? Schaut euch das mal an. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. Jetzt kommt da noch ein Säckchen wieder. Wunderprächtig. Und jetzt geht es weiter mit dem Galen. Du brauchst auch die Zeit. Kommen wir gleich wieder zu euch. Wie gesagt, genaueres zum Polieren habe ich x Videos auf dem Kanal. Könnt ihr gerne hinschauen. Wie, wo, was. Ich gehe jetzt mit Gel weiter. Nur für kurz, für die, die Videos nicht gesehen haben. Grün ist der ganz Härtepad gsi, der da ist jetzt mittelweich und ich muss jetzt eben da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Da gilt das gleiche, der ist auch wieder ganz frisch. Die kann man übrigens auswaschen und x-mal brauchen. Genau, so. Und jetzt geht es mit dem da weiter. Neue Lumpen nehmen. Oh mein Gott. Abartig. Ja, zufrieden. Andere Seite. Seht ihr das? Haben wir. Ja, für die, die eben das erste Mal jetzt zuschauen beim Polieren, fürs Auto gilt, also wenn du wirklich professionell machen willst, kauf auch professionelle Ware, also einfach die Sachen, die man kennt. Es gibt die günstigeren Sachen, kennt auch jeder. Mal für zwischendrin einfach ein Wachs drüber, ist das okay. Passt auf, tun es einfach nicht drauf, wenn der Lack warm ist, habt ihr nur Lampen. Es gibt da verschiedene Sachen. Ich probiere jetzt mal den nochmal.
Das ist jetzt wirklich nur so ein Protektor. Schmeckt wahrscheinlich besser, als es aussieht, oder respektive als es rauskommt. Aber das ist jetzt auch so ein, Schutz noch für drüber. Hochglanz natürlich. Und einreiben und abreiben. Erst dann kommt der Glanz. Und dann hast du keine Striemen mehr drauf. Also an die Ecke schauen. Jawohl. So. Einfach nur schön. Gut. Jetzt nehme ich das mal ab und zeige es euch. Genau. Was noch ansteht, ist am Sevi. Deine Vespa sollte man mal noch so machen, das Finish machen. Das machen wir mal noch. Musst schauen, das ist einfach noch eine andere Nummer. Da willst du noch reinbeissen am Schluss. Okay, ich nehme jetzt hier nochmal alles ab und zeige euch das Resultat. Ja, andere Liga, he? Andere Nummer. Es ist so schwierig, um das einzufangen. Aber man kann sich es ja vorstellen, oder? Schau dir mal. Wow. Ja, jetzt ist er wirklich fertig. Also ihr seht, mit relativ wenig Aufwand, recht viel rausgeholt. Was ist das jetzt gegangen? Keine Stunde, mit allem zusammen, mit Abdeckenschleifen, polieren selber. Und es ist einfach ein fantastisches Resultat rausgekommen. Übrigens, Plastik, die ich hier gebraucht habe, habe ich hier aufgehängt. Das ist natürlich ein bisschen, wie gesagt, nass und dreckig geworden. Aber das ist mir schade zum Fortrühren. Das kann man nachher irgendwann sicher noch mal brauchen. Darum ein bisschen sparsam umgehen. Dürfen wir ja, ist Plastik. He? Okay, und ja, ich würde sagen, das ist es mal für heute. Ah. Wow. Das ist es für heute. Genau das wollte ich euch zeigen, wie das geht. Dass man einfach wirklich mit wenig Aufwand recht viel rausholen. Mir ist klar, dass nicht jeder eine Poliermaschine daheim hat oder eine professionelle Poliermaschine daheim hat, auch nicht jeder Profimaterial daheim hat. Es gibt Gutes beim Baumarkt, man kann das auch von Hand polieren, es geht alles ein bisschen länger und es ist ein bisschen aufwendiger, braucht ein bisschen Kraft in den Finger oder gibt Kraft in den Finger, ist auch so machbar. Also für jeden, der ein Töffchen lackieren will, baba, das ist es. Wenn du keinen Pokal musst gewinnen damit, ist es genau das, was am Schluss Spass macht. Ich wünsche euch ganz ein ganz schönes Wochenende, respektive ganz einen schönen Abend. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen gegen oben. Natürlich abonnieren wäre voll cool. Ja, also ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Ich hoffe wieder ein gutes Projektli. Ciao zusammen, bye bye.